wie bekommst du eigentlich von jemandem eine Antwort, wo du mehr oder weniger weißt, du kennst diesen Menschen gar nicht? Oder wie bereitest du das letztendlich vor, dass du von Menschen, wo du noch nie ein Wort mit gesprochen hast, eine Antwort erhältst und da den Zugang so weit öffnest, dass der mit dir redet? Weil die Besonderheit, die da dann auch walten lassen von deiner Seite aus muss, ist der Bereich, dass du herausfindest, worauf reagiert er. Wie kannst du lediglich das so öffnen, so aufbauen, dass der sich auch dir redselig gegenüber auftritt? Weil immer wieder gibt es natürlich gewisse Herausforderungen, wo man sich sagt, das ist eine herausragende Substanz, die man da mit einbringen muss. Aber letztendlich ist es immer meistens Geduld, eine gewisse Ausdauer und dass man beharrlich bleibt. Weil wenn man es nämlich nicht ist, dann wird derjenige irgendwann mal die passende Antwort geben, indem er sich nicht mehr hören lässt. Und dann weißt du ganz genau, du bist demjenigen nicht wichtig. Und dann sagt er dir natürlich auch, mehr oder weniger durch die Blume, ja, er ist dir nicht wichtig, du bist ihm nicht wichtig. Und daran kann man natürlich eine ganze Menge abhängig machen, aber was will man denn letztendlich? Eine Antwort. Und darauf ist resultierend immer die vorherige Strategie, wie man da einen Tag legt. Das heißt, ist man vorbereitet, weiß man ganz genau, was man beabsichtigt und wie sind die nächsten Schritte dafür, die man da einbringen muss. Und dann bekommt man meistens auch genau dieses Ergebnis, was man haben möchte. Wenn du hier an diesem Punkt bist und du weißt nicht, wie du weitermachen musst, du hast alles schon probiert, dann schick mir doch einfach mal eine Nachricht und sag dir, da gibt es bestimmt irgendetwas und wir finden dann gemeinsam da diesen Eingang, der dir diese Möglichkeit aufzeigt. Und wenn dir das gefallen hat, teile das mit den Menschen, die das auch gleichzeitig jetzt mal hören und wissen müssen und schau dir in diesem Atemzug auch meinen YouTube-Kanal an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.